Einen wunderschönen guten Morgen aus der Bude von Tölz. Heute ist Mittwoch, heute ist der 13. Heute ist auch das 13. Türchen geöffnet worden. Da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen, auf unseren Adventskalender. Ich möchte erstmal unsere Gäste vorstellen, die wir heute hier haben bei uns in der Bude. Denn da ist einer dabei, den hat man hier noch nie gesehen. Der hat auch was ganz Besonderes mitgebracht, beziehungsweise für uns schon vorbereitet. Und zwar der Kevin von Expert. Hallo, grüß dich. Guten Morgen. Hallo, Kevin. Und Lisa ist natürlich eine alte Bekannte. Ja, kennt man mich ja schon, ne? Ja, Lisa. Guten Morgen zusammen. Das ist ein Grund, warum du heute hier bist nochmal und nicht jemand anderes. Ja. Weil wir haben ja gestern das in Empfang genommen, was du uns vor 14 Tagen warst. Da waren wir bei euch im Expert in Holzkirchen. Ja. Und haben uns nach einer Waschmaschine umgeschaut. Und gestern ist das Teil gekommen. Ja, wir haben es dann ausgepackt, wir haben es dann aufgebaut, wir haben es eingerichtet. Ich habe dir noch gar nicht gezeigt, weil du bist gerade erst hier die letzten Drücker reingeschneit hier bei uns. War es schwer, uns zu finden hier heute? Es ging, ich war vorher schon richtig. Also ich bin schon in die richtige Straße reingefahren, nur dann nicht nach hinten. Habe auch die Bäckerei nicht gesehen, deswegen... Also übrigens, du darfst hier gerne auch zu lange. Ich habe schon ein bisschen gefrühstückt, aber danke. Okay, nee, bei uns ist das immer so, im Morning Show ist immer so ein bisschen Frühstück und allem drum und dran. Also nicht ganz so formell, wie man das so hat. Übrigens auch alle, ich darf auch alle begrüßen, die jetzt auf dem Chat mit dabei sind. Chat! Und Chat, ja genau. Wir brauchen noch einen Chat. Sofern da der eine oder andere eine Frage hat, immer stellen. Bist du dabei? Guckst du das? Nee, ich kann das leider mit dem Handy nicht, weil ich werde aus dem WLAN gehen. Wir brauchen einen Laptop noch. Ja, aber wir kriegen gleich was aus dem Chat. Wir kriegen gleich und dann sind wir für euch wieder am Start. Also wie gesagt, großes Thema heute, Waschmaschine. Ja, weil ihr habt ja auf den Social-Media-Kanälen schon gesehen, da habe ich einen Pre-Post gemacht, beziehungsweise einen Teaser, wo man den Uwe nur super freudig grinsen sieht mit einem von unseren Expert-Lieferanten. Ja genau, Uwe hat es aufgelöst, es handelt sich nämlich um die Waschmaschine heute. Ja, wie gesagt, 2 Wochen hat es gedauert, eigentlich sollte die ja letzte Woche schon kommen, aber da war jemand krank bei euch, ging nicht, konnte man nicht. Ja, leider nicht. Jetzt haben wir es gekriegt. Habe ich gehört. Und du wirst uns heute das Teil auch nochmal im Original zeigen, wie man es dann auch macht, wie es dann funktioniert. Also aufgebaut ist alles. Okay. Wir werden das jetzt auch mal im Video zeigen. Wir haben das gestern nämlich auch wunderbar gefilmt für euch. Ja, hab nämlich schon Wäsche gemacht. Bitte? Hab nämlich schon Wäsche hinterlassen zum Waschen. Ja, das habe ich schon gesehen. Der Wäschekorb ist voll. Der Platz. Der erste Wäschekorb ist voll. Also, wir schauen uns jetzt erstmal das Video an, das wir gestern gemacht haben, von der Ankunft unserer neuen Waschmaschine und unseres neuen Trockners hier bei uns in der Bude. Und wie wir das dann doch noch fertiggestellt haben, am Ende mit dem Gordi zusammen, mit unserem Weihnachtsmann Gordi. Gordi, unser Held. Dass alles dann irgendwann am Abend auch funktioniert hat. Wobei funktionieren ist so eine Sache. Also sie ist dicht, wassermäßig angeschlossen alles, Wasserzulauf, Ablauf, das ist alles dicht. Wir haben auch schon überprüft, ob ein Licht kommt, ob am Display was erscheint. Aber wir haben es noch nie ausprobiert. Wir haben jetzt auf dich gewartet. Aber wir schauen uns jetzt erstmal das Video an. Und dann habt ihr gleich einen Eindruck, was da bei uns gestern angekommen ist und was gleich auch auf euch zukommt. Zuerst. Lisa! Ich komme! Das lassen wir raus, genau. Kühlschrank zuerst raus wahrscheinlich, gell? Unser Kühlschrank ist auch schon da. Ich kann Wäsche waschen, endlich! Endlich Wäsche waschen, endlich kühlen! Stellen wir den gleich mal oben in die Bude rein. Ja, das geht auch einwandfrei. Okay, alles klar. So, da hinten die Wand einfach. Voll schön.
wegmachen, darfst ihn gleich polieren. Das ist das Schöne, man sieht jetzt nämlich dann nach jedem Dreck Fett dabei, überall. Gut, jetzt holen wir die Waschmaschine. Auf geht's. Ich bleib hier. Ein neues Baby, endlich was zu essen. Stimmt, oder? Ja, ja. Dabei. Das ist der. Was ist das? Wir kriegen noch was geschenkt? Was ist das? Staubroboter. Ui! Ja, das ist ja eine Überraschung. Guck mal an. Hier, Saugroboter. Da wird sich Sissi freuen. Endlich hat sie ein elektronisches Spielgefährt, ne? Da bin ich mal gespannt, was da passiert, wenn wir das Ding zum ersten Mal einsetzen bei uns. Gut, jetzt erstmal auf die Seite stellen. Dein Experte von vor Ort nimmt auch gleich dein Müll mit. So muss es sein. Das ist Service. So. Wunderbar. Ja, dann laden wir noch den Verpackungsmüll ein. Und los geht's. Auch heute wieder Klappe zu, Affe tot. Genau. Vielen Dank. Bitteschön. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Also ihr müsst draußen bleiben. Auch nicht schlecht, oder? Da wird man von seinem eigenen Haus rausgeschmissen. Kaum hat sie eine Waschmaschine, kaum hat sie einen Trockner, kaum hat sie... So sind sie. Was zahlt ihr? So, jetzt habe ich meine Arbeitskluft an, habe alle nach draußen geschickt, habe mir so mein Werkzeug erstmal geholt, eine Pumpenzange. Eine Schlosserzange. Ja, ich hoffe, das reicht und jetzt fange ich mal an. So ist er drin. Perfekt. Das geht einfacher als erwartet. Vor allem ist die schön leicht. Ich habe die nämlich mit einer Hand einfach angehoben. Naja. Ich weiß gar nicht warum. Brauche ich zwei. Die ist wirklich leicht, die ist wirklich leicht. Danke. Top. Ja, dann warten wir mal auf die Morning Show, auf unseren Gast, der uns dann erklärt, wie das Ganze mit den Apps funktioniert. Juhu. Juhu. Ich war schon auf der Arbeit. Darf ich mal eine ganz doofe Frage stellen? Als ja, habe ich und ja, sehr gut. Warum rennst du eigentlich mit einer Zipfelmütze durch die Gegend? Es ist Weihnachten. Also. Bald. Ich wollte noch ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten, Uwe. Merry Christmas. Naja, gut, dann geh mal. Gotta go fast. Gute Nacht. Das war's. Bis später. So. Das war's also gestern Nachmittag, so etwa gegen 13.30 Uhr kam sie an, kurz vor 16:30 waren wir dann fertig, wie man auch am Licht sehen konnte. Es war schon ein bisschen dunkel draußen. Mhm. Aber, ja, steht alles? Ja, du bist jetzt dann fit, oder? Ja. Kannst du mal zeigen, wie das Ding funktioniert? Das machen wir. Dann schmeißen wir mal so eine erste Waschrunde an, oder? Ja, können wir machen. Jetzt kann man was mit deinem Handy, du hast glaube ich schon die App drauf, oder? Die App habe ich drauf, muss das Gerät halt noch einrichten dann. Was muss man da eigentlich jetzt runterladen für eine App? Smart Home von Samsung. Mhm. Das ist eine Samsung-eigene App im Prinzip und dann kann ich eigentlich, es geht ja nicht nur mit einer Waschmaschine, sowas kann man auch mit Kühlschränken und sonstiges von Samsung machen im Prinzip. Dann halt das Gerät hinzufügen und dann. Entschuldigung, wenn ich jetzt mit vollem Munde rede, aber wir haben ja noch was gekriegt gestern. Wir haben ja unseren Robobot, unseren Staubsauger bekommen. Mhm. Den kann ich damit auch steuern, oder? Ja, sollte auch gehen. Okay. Das zeigen wir aber erst am Freitag. Ja. Weil der ist noch am Laden. Den haben wir noch gar nicht ausgepackt. Beziehungsweise an die Station nur gepackt. An die Station dran, dass es genug Strom hat. Ja. Und
Was wir auch komplett unterschlagen haben, ist, wir haben ja auch unseren Kühlschrank inzwischen bekommen. Richtig, der wurde von der Community gewählt, zumindest genau. Die Farbe. Unser schwarzer Kühlschrank. Wir werden euch auch gleich zeigen, wo der schon steht. Der ist nämlich das erste Mosaikstein unserer neuen Bar hier in der Bude von Dutt. Mhm. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem erstmal schnell rüber. In die Wohnung, da wo die Waschmaschine ist. Mhm. Und volle Wäschekorb. Genau, der volle Wäschekorb. Ja, und gucken mal, wie man die dann ja, mit dem Handy steuert. Mhm. Okay, also dann let's go. Schauen wir mal ganz kurz rüber. Und wir kriegen auch gleich eine Kamera, die mitgeht. Die Regie sagt noch Moment, halt, Storm. Moment heißt was? Wir müssen warten. Die okay. Kamera wird bereit gemacht. Mhm. Aber jetzt hat man ja auch mal gesehen, dass hier in der Bude auch einiges abgeht, wenn wir nicht live streamen, ne? Genau. Wir können. Ja, ich sage, es ist wie bei der Bundesbahn mit den neuen ICEs, gell? Schnellbahntrasse, alles soll schnell laufen und wir haben auch Funkkameras und normalerweise gehst du ja davon aus, dass eine Funkkamera Knopf an, Knopf B an, dann eine Verbindung aufbaut und alles sofort funktioniert. Aber du siehst, auch das ist nicht der Fall. Ja. Wenigstens sind wir noch menschlich. Das ist menschlich. Jetzt frage ich noch mal ganz kurz in die Regie. Eine Minute noch. Eine Minute. Sagt denn der Chat mittlerweile was? Nö, der ist auch still. Wobei ich jetzt gar nicht so sicher bin, ob das hier funktioniert. Weil ja, ab und zu. Ich habe hier schon wieder eine neue Software. Krieg jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, kriege ich eine neue Software. Jeden Tag wird der Uwe vor neuen Herausforderungen gesetzt. Ja. Vor allem mit unserer Bauken hier. Ja, der Frankie sagt Huhu. Hallo Huhu, Frankie. Hey ja. Frankie. Wir warten gerade noch auf unsere Funkkamera, damit wir rübergehen können in unsere Wohnung und endlich mal unsere neue Waschmaschine respektive Trockner in Betrieb setzen. Wie oft hast du das eigentlich schon gemacht hier mit den Waschmaschinen installieren? Also selber installieren tue ich sie normalerweise nie. Das Einrichten von der App im Prinzip halt in der Arbeit einfach zum Vorführen. Auch wenn es leider... Geht das schnell? Ja, normalerweise schon. Also wenn es WLAN ordentlich schnell ist, dann geht's. Bei uns ist das Problem in der Arbeit, da hängt halt alles drin. Ja, also auch wenn wir mehrere Netze haben, um das ein bisschen auszugrenzen, aber da sollte es hier eigentlich deutlich schneller gehen. Wir hoffen das mal. Wir hoffen das mal. Also wir hatten in der letzten Zeit ja auch immer wieder mal absolut Internetprobleme und letzte Woche beispielsweise, übrigens, das ist auch ein kleiner Hinweis an all jene, letzte Woche hatten wir ja einen großen Dreh hier bei uns. Mhm. Können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz einwerfen, bis unsere Funkkamera da ist. Ja. Und zwar war Maximal G hier, wir hatten auch einige andere nette Gäste. Und diese maximale Gaming, diese Maximal Gaming Challenge, die geht heute an den Start. Also das, was wir letzte Woche aufgezeichnet haben, das könnt ihr heute zum allerersten Mal dann auch sehen in Ausgabe Episode 1. Müsst nur dabei bleiben, im Laufe des Nachmittags werden wir dann das auf jeden Fall bei uns auf der Webseite teilen, auch bei Facebook und den anderen sozialen Medien und euch dahin linken, wo es das Video dann auch zu sehen gibt. Also seid mal gespannt drauf, das wird eine richtig coole Nummer. Und ja, ansonsten haben wir heute auch viel Maximal Gaming und vor allem auch maximalen Genuss mit unserem Gewinnspiel, Adventsgewinnspiel. Heute geht es ja um unsere Rucksäcke von Acer, unsere Predator-Rucksäcke und die sind alle gefüllt mit... Aha, mit dem hier, genau. Maximal G Sugar Free. Und, oh, jetzt habe ich die Regular-Version gar nicht mit dahin gestellt, aber die kann ich die ganz schnell aus dem Original. Kühlschrank rausholen. Ja. Unsere Original. Genau, das ist die Original. Und genau. Die Rucksäcke sind mit jeweils 12 von diesen Dosen gefüllt. Trinkst du den auch? Ja. Wir bekommen ja den teilweise in die Arbeit geliefert. Ist auch relativ schnell. Ist sehr schnell wieder weg. Ja, kannst dann auch gleich was mitnehmen, wenn du wieder nach Hause fährst. Danke. So, es schaut aus, als ob wir eine Kamera haben. Schalten wir da mal um auf die Kamera, damit wir auch sehen, dass es funktioniert. Es geht. Wir haben eine Funkkamera. Ja, dann kommt mal mit. Wir gehen dann mal rüber schnell in die Wohnung. So, ich führe euch dann mal. Und gucken uns das Ganze an. So, hier geht's also raus. Oh, da steht auch schon. Da steht auch schon die dreckige Wäsche. Ich bin nicht die Schuldige. So. Da haben wir unsere... Hey, ich möchte an dieser Stelle mal einwerfen, ich habe es wenigstens in den Waschkorb getan. So, da haben wir unsere schönen Stücke. Ja, jetzt wollen wir mal schauen. Ja, also wir brauchen jetzt erstmal nur die Waschmaschine, weil bevor wir trocknen, werden wir erstmal waschen. Mhm. Also wie du siehst, es funktioniert. Zumindest ist mal der Ein- und Ausschalter.
So. Aber das ist schon von der Version, die wir da bei euch im Laden angeschaut haben, schon ein bisschen anders. Ja, ist anders, anders von der Oberfläche. Mhm. Musst du da jetzt eigentlich auch das Passwort für unser WLAN eingeben oder verbindet es automatisch über die App? Kann sein, dass ich es nochmal eingeben muss. So. Na, jetzt muss ich mich nochmal mit einer Samsung-ID anmelden. Achso, das ist jetzt bei der App, oder? Mhm. Okay. Weil das Voraussetzung ist. Also für all jene, die das natürlich jetzt nicht so vorbereitet haben, ihr müsst erst bei Samsung auf der Webseite die entsprechende App runterladen. Die heißt wie? Der Smart Home. Smart Home. Also über den App Store, das geht auch mit jedem iPhone, oder? Ja. Okay. Also ist für iOS und für Android gibt es. Also entweder im Google Store oder beim App Store bei Apple kann man das dann runterladen, installieren. Muss man sich da auch registrieren? Wie? Also bei Samsung muss man sich registrieren, aber jetzt nicht über die Website, das kann man direkt über die App auch machen. Alles also man sich ein Samsung-Konto erstellt quasi und dann kommt man rein. Okay. So. Also es schaut ja im Prinzip so aus, genauso einfach aus, als ob ich da eine Bluetooth-Verbindung aufbaue. Ich dann einfach nur wobei es über Netzwerk läuft, aber das geht grundsätzlich. Heute geht doch. Nichts mehr ohne Smart. Genau. Und? Mag er nicht, oder? Ja, muss ich jetzt mal schauen. Ne, Samsung-ID habe ich jetzt nicht im Kopf. Nee, das sieht gut aus. Das sieht gut aus? Super. Ja, soll ich dann schon mal Söckchen reinmachen, ne? Nein, du machst jetzt keine Söckchen rein. Du tust es jetzt auch mal nicht antatschen. Okay. Sondern wir gucken jetzt einfach nur zu. So, dass ihr Frauen immer einfach loslegen müsst, ohne überhaupt zu wissen, wie es geht. Es funktioniert immer. Nein, wir haben immer eine Lösung parat. Wir Männer schauen zumindest in die Betriebsanleitung. Ja, richtig. Eine halbe Stunde sogar für IKEA-Dinger, die nur aus drei Teilen bestehen, was noch in der Betriebsanleitung gelesen wird. Deswegen haben unsere IKEA-Bauten auch längeren Bestand. Nein, das ist... Ey, komm. Das, was du letztens mitgebracht hast, steht immer noch original verpackt. Oh, stimmt. Das wollte ich noch einpacken. Ja, genau. Also, Vorsicht. Tascha, wenn du das jetzt gerade siehst, wir müssen noch die Treppe zusammenbauen. Ja. Mist. So, du. Bin gerade am Einrichten. Du bist gerade am Einrichten? Genau, das macht aber das Handy von alleine erstmal. Okay, wir haben ja auch schon eine andere Anzeige. Nachdem Sie Smart Control aktiviert haben, können Sie die Waschmaschine mit anderen mobilen Endgeräten bedienen. Genau. Okay, wie lange dauert dann so eine Einrichtung ungefähr? Fünf Minuten vielleicht. Genau. Ich hole mal den Chat hier her. Du willst den Chat hier her? Ich hole mal den Chat hier her, damit ich live am Chat bin. Genau, du kannst mir auch schon mal die dreckige Wäsche mit reinstellen. Dann kann ich aber das mache ich doch gerne. Dann könnte ich nämlich. Papi Uwe wäscht meine Wäsche. Genau. Das gibt es auch nur ganz selten, dass. Normalerweise wasche ich selber zu Hause, wollte ich mal kurz erwähnt haben. Das Bildfehler. Das ist echt eng hier. Ja, das ist halt so. Wir haben Bildfehler, höre ich gerade. Ja, vielleicht auch, weil die Tür zu war. Ja, die drahtlose Technik. Ist nicht immer so. Nicht so verlässlich, wie man das denkt. Genau. So. Oh shit. Bin ich gespannt, ob die Waschmaschine verlässlich ist. Nein! Du wirst doch krank, Mensch. Der Balken ist schon fast am Ende. Ja, das war letztes Mal in der Arbeit. Ich bin wahrscheinlich jetzt nicht gemutet, ne? Das hat noch nicht funktioniert. Ja, weil der zum Server von Samsung eine Verbindung aufbaut. Nein, jeder hört jetzt. Daran hat es anscheinend gehakt bei uns. Wie ich sie. Okay, naja, guck mal. Normal und sowas hat schon mal alles funktioniert. So, jetzt kriegen wir ein Kabel. Doch für den Weihnachtsbaum. Jetzt kriegen wir ein Kabel für unsere Kamera. Aber das ist schon richtig schön, ne? Geht's weiter? Schauen wir mal. Warte eigentlich nur noch auf die Verbindung vom Server und dann müsste es eigentlich gehen. Wir warten immer noch auf Serververbindung. Also wir intern haben hier Verbindung. Gell? WLAN ist alles da, funktioniert alles. Er hat auch WLAN, das sieht man hier, ja. Ja, der übernimmt quasi das WLAN sicher. Du holst mal dein Kabel. So, jetzt haben wir ganz, glaube ich, ganz kurz ausstecken, oder? Umstecken. Das war okay, gell? Okay. Dann stecken wir schnell um und wir haben die Bildfehler nicht mehr und wir sind dann wieder verkabelt. So,
langes Kabel. Stecke um, ne? So, Uwe. Ja. Der Petkus, ja, schreibt: Uwe, wenn du meine Wäsche auch wäschst, bin ich auch am Start. Petkus. Hm. Wollen wir wieder FIFA spielen oder was? Wir zwei. Ja, der Peter. Er freut sich mega über die Waschmaschine mit, ja, WLAN. Der darf sie dann auch mal steuern. Frag mal, wann er kommen kann. Kannst du kommen, Petkus? Kannst du? Er sollte vorher aber mal ein Foto von seinem Wäschesack schicken, damit wir wissen, was da auf uns zukommt. Ja, schick mal ein Wäschesack-Foto. Foto, genau. Dann haben wir das nämlich auch. So, hat denn von euch jemand zu Hause schon eine Smart-Waschmaschine? Wenn ja, schickt uns doch auch ein Foto. Einfach auf unsere Social-Media-Seite in Facebook. Danke. Aber weißt du, was ich in der Zwischenzeit mache? Ich lade die Trommel schon mal. Oh, jetzt mal gucken, ob der Uwe auch richtig sortiert. Was muss man da sortieren? Das ist Handtücher und Bettwäsche. Das geht in einem Rutsch mit. Ja, wir haben das damals schlau gemacht und alles in dem gleichen Farbton geholt. Genau. Ist da ein Licht in der Waschmaschinentrommel? Da ist ein Licht in der Waschmaschinentrommel, ja. Hier, extra für Kameralichte. Nicht zu voll machen. Tageslicht tauglich. Wieso denn? Das sind 12 Kilo. Da muss immer ein bisschen... Nee, Mutti sagt immer ein bisschen Luft lassen. Ja, Mutti. Mutti ist auch aus dem Zeitalter der 60er Jahre Waschmaschine. Wir sind hier inzwischen im 21. Jahrhundert. Mutti, hast du das gehört? Wir steuern das hier. Wir sind im Raumfahrtzeitalter. Versteht ihr? Wir sind im Raumfahrtzeitalter, Kinder. Also 1960 auch schon. Soll ich dir mal sagen, wie der Zentralrechner der Apollo 8 ausgesehen hat, als sie auf dem Mond gelandet sind? Oh ja, ich hab's gesehen. Unser Handyleistung ist unser Handy heute leistungsfähiger. Na. Ja. Ja. Ja, wir kriegen den ganzen Dreck von der Lisa da rein auf einmal. Nee, da. Lisa, pass mal auf, ich habe hier noch ein Geschirrtuch dann zum Reinschmeißen übrig gelassen. Oh, klasse, dann können wir das gleich mal ausprobieren. Ja. Ja, Geschirrtücher müssen auch gewaschen werden. Sofern wir das mit der App hinbekommen. Tja. Schaut nicht so gut aus, oder? Nee, sieht genauso aus wie vorher. Genauso aus? Ja, das Smart Home? Wir müssen auch, ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass das WLAN im Badezimmer ein bisschen schwieriger ist. Nee, das WLAN, das ist nicht das WLAN. Achso, das ist ja gar nicht überdings. Nein. Ja. Das liegt eigentlich immer am Samsung-Server. Das Problem liegt am Samsung-Server im Moment, so wie wir das gerade hören. Kennst du das, weil du keine Wäsche waschen kannst, weil die Server down sind? Dann können wir ja auch... Wäsche waschen kann man schon, man kann sie nur nicht über die App steuern. Wir müssen es manuell machen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass wir im Falle eines Serverausfalls manuell arbeiten müssen? Stellt euch mal vor, wie das bei der Bahn ist. Wenn die manuell machen müssen, dann stehen die auf dem Gleis, da geht nichts vorwärts. Bei uns können wir wesentlich manuell waschen. Baden, hätte ich fast gesagt. Manuell baden, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, dann machen wir es auf Oldschool, aber nicht, dass wir da noch ein paar Kalorien verbrennen. Super. Ich benutze jetzt meinen Daumen. Tja, da stehen wir jetzt und warten. Aber das ist auch eine Nebenwirkung des 21. Jahrhunderts bei der Installation von Software und bei all diesen Smart-Geschichten, dass man dann halt immer warten muss, gell? Vielleicht. Übrigens, weißt du, was ich vorgestern gesehen habe? Da war eine Dokumentation über die Anfänge von Bill Gates und Steve Jobs. Habt ihr gewusst, dass die beiden sich gehasst haben und dass Bill Gates sein Microsoft, sein Windows im Prinzip von Jobs geklaut hat? Mhm. Habt ihr das gewusst? In der Garage. Zum ersten Mal. Ja, diese ganze Windows-Idee, das... Und vor allen Dingen dann, nach Steve Jobs wurde ja aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen. Und die Firma wurde dann runtergewirtschaftet von diesem Vorstand, den er selber noch eingesetzt hat. Und als sie ihn dann wieder zurückgeholt haben, hat er relativ viel Geld gebraucht, damit er das Ganze wieder zum Laufen bringt. Das war alles noch vor den Zeiten von iPod und Konsorten und iPhone und so. Und weißt du, wer ihm dann das Startkapital, ich glaube 150 Millionen Dollar waren das, gegeben hat? Oh, nettes Startkapital. Ja, also dass er praktisch Apple wieder retten kann. Weißt du, wer ihm das gegeben hat, wer das finanziert hat? Bill Gates. Nein. Ja. Netter Typ, dieser Bill Gates. Verrückte Fakten mit Uwe. Verrückte Fakten mit Uwe, auf jeden Fall allgemein. Kann man nachlesen, war eine Dokumentation, die ich vorgestern Abend gesehen habe. Das ist schön. Hattest du Zeit für eine Dokumentation, Uwe? Ich hatte Zeit, ja, weil es war kurz vor 24 Uhr und ich musste... Das ist auch so eine Sache. Da sind wir im Zeitalter der modernen Timings und alles. Und da musste bei Facebook trotz allem manuell umstellen, dass du einen Beitrag
an Top pinnst. Ja, das ist richtig. Das heißt, ich warte jetzt jeden Tag, bis es 24 Uhr ist und depinne, entpinne unser Adventstürchen vom Vortag und pinne dann das aktuelle Adventstürchen. Uwe, das kann ich gerne übernehmen. Ich bin sowieso wegen den anderen Posts bis 0 Uhr da. So, inzwischen kommt auch Sissi. Sissi, willst du nachlegen? Schau mal, da kannst du rein. Guck mal. Ui. Basti ist auch am Start mit Good Guy Bill. Also ich glaube, schaut gut aus, oder? Basti, bist du neidisch auf die Waschmaschine? Erzähl uns, Basti. Ach, wir haben immer noch keine Connection. Hättest du auch gern eine Smart-Waschmaschine, bei der man Socken noch nachträglich reinhauen kann? Also am WLAN liegt es nicht, oder? Hab ich jetzt gespoilt. Ja, gerade eben sagt er, kein Internetzugriff übers WLAN. Oh. Kein Internetzugriff? Mach doch nicht sowas. Warte mal, wir sollten vielleicht mal... Lass uns doch mal den Repeater hier reinholen. Vorsicht. Ich hab keinen Platz. Boah. Moment, ich mach mal schnell was. Ich mach mal ganz kurz was anderes. Ah. Ja, Süßi ist auch im Stand. Es kann sein, dass du jetzt kein Internet hast, aber lass uns mal den Repeater hier reinholen. Dann haben wir nämlich hier... Ach Mensch. Dauert ein paar Minuten. Probieren wir es auch mal so. Nicht, dass es hinterher heißt, das liegt an unserem WLAN-Netz. Also der Basti schreibt, er hat eine Mutter, die ist noch smarter. Die macht zur Not auch einen neuen Waschgang. Kann man die auch rebooten? Kann man die auch rebooten, Basti? Nein. Welche Software-Version hat die denn? Ja, muss die auch regelmäßig geupdatet werden. Und? Der hat jetzt hier keine WLAN. Wir sind da noch gar lieber nicht. Lieber Gordi. Jetzt haben wir eigentlich gleich WLAN. Wir sollten es jetzt gleich haben. Also mein Papa hat immer gesagt, also jetzt haben wir WLAN. Smart wieder Anwender. Jetzt hat er aber keins hier. Muss man den jetzt auch nochmal hier abbrechen? Das läuft aber eigentlich über die App. Nee, weil er hat hier keine WLAN-Verbindung. Ja, die baut er normal über die App auf. Ach so. Also das geht erst, wenn er bei mir eingerichtet ist, dann zeigt es normalerweise an. Jetzt mache ich mal die App nochmal zu und öffne die nochmal neu. Bastis Mutter wurde erst vor ein paar Wochen in WhatsApp ready gemacht. Also es würde WhatsApp noch... WhatsApp ready? Ja, weißt ja, die ältere Generation fängt ja meist oft erst später damit an. Und okay. Ich denke, der Basti, wie viele Stunden hast du damit verbracht, Mutti WhatsApp ready zu machen? Also Easy Connect verbindet die Waschmaschine mit einem Zusatzzugangspunkt. Also wir haben hier vollen Empfang. Von unserer Seite. Du bist jetzt auch im Internet, oder? Mit deinem Gerät. Ja, bei mir zeigt er die ganze Zeit, dass er keine Verbindung zum Server hat. Ja. Weil normalerweise kommt nach der Anmeldung entsprechend das von Samsung, also dass man entsprechend sich bei Samsung im Prinzip anmeldet. Und das zeigt er nicht mehr. Da sagt er die ganze Zeit keine Verbindung. Hallo Sissi. Start doch einmal mal die App nochmal neu. Habe ich schon. Hast du schon? Ja. Was würde Sissi jetzt wohl tun? Tja. Ich kann es mal parallel mit meinem Handy probieren. Ja, du musst ja erst noch mal die App runterladen. Ja, das ist doch jetzt mit dem WLAN-Repeater im Bad ganz fix gemacht. Also dann probiere ich das parallel einmal. Probier's mal mit deinem iPhone. Wahrscheinlich mag er einfach nur Huawei nicht, weil es nicht Samsung ist. Okay. Ja, vielleicht funktioniert das ja. Also ich probiere es mit meinem LG-Handy jetzt auch mal. Das heißt, wir machen Samsung jetzt hier einen Wettbewerb. Kann nur noch mein Samsung-Handy anlegen. Wer kriegt zuerst die Waschmaschine? Vielleicht kriegen ja die Leute zu Hause Empfang zu unserer Waschmaschine und können. Wir machen doch mal das Netzwerk auf. Genau, wir machen jetzt das Netzwerk auf, dass jeder hier rein kann. So, wie heißt die App? Samsung Smart Home. Oh, Smart Home. Es gibt auch so eine Smart Wash App, aber Smart. Die geht eigentlich erst, wenn man Smart Home hat. Smart Home. Smart Home Samsung. So. Samsung Smart Home. Da haben wir es doch installieren. Ich bin schon am Installieren. Ich bin auch schon am Installieren. Lädt es bei dir schnell? Boah, bei mir lädt es gerade. Da ist schon einiges am Start, ne? 4 MB von 63 habe ich schon, 6%. Boah, das kommt doch. Läuft bei dir, ne?
läuft bei mir. Ja, ja, genau. Lass uns noch mal ein bisschen über die Azubi-Ausbildung bei Expertodal, während wir hier tippen. Ja. Welchen Lehrjahr bist du jetzt? Ich bin ausgelernt. Du bist fertig jetzt, oder? Ja. Seit wann? 4 Monaten ungefähr. Und? Abschluss, Monate. Wie war's? Ja, gut. Warst du zufrieden? Ja, schon. Und ich denke, Expert auch, weil du bist ja noch dabei. Allerdings. Ja, das ist doch schön. Und was hast du da genau für einen Zweig gemacht? Oder? Das ist im Prinzip Einzelhandelskaufmann. Also es läuft unter Einzelhandelskaufmann und wird auch mit den, ja, im Prinzip den ganzen Leuten von Edeka und sonst was reingeschmissen. Mhm. Also die unterscheiden da jetzt nicht groß. Also wurscht, ob das jetzt Elektronikfachhandel oder Lebensmittelfachhandel ist. Ja, weil das muss man sich im Prinzip dann selbst für die Arbeit beibringen. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Die Ausbildung, also Grundkenntnisse, klar, sind für jeden wahrscheinlich wichtig da drin, aber ist natürlich schon vom Expert spezifisch irgendwie dann auf uns ausgelegt. Und das aber alle Abteilungen durchlaufen bei euch bei Expert? Nee, das nicht. Da hatten wir die personelle Möglichkeit nicht. Mhm. Ich war in der Kasse zum Einlernen, das ist grundsätzlich immer so, um ein bisschen reinzukommen. Mhm. Und danach TV und Hi-Fi, wo ich jetzt ja im Prinzip auch wieder bin. Und zwischendurch war ich mal bei PCs, Handys und so weiter. Und weiße Ware ist dann eher langweilig, oder? Also so Waschmaschine. Ja, nein, also ich hätte es mir auch angeschaut, wenn es mir angeboten hätte, dass es möglich ist, dass ich in die Abteilung auch komme, dann hätte ich es sicher auch gemacht. Wo man halt sagen muss, mal, es liegt nicht auch nur an mir. Ja. Das entscheidet letztendlich auch ein bisschen mein Chef mit, wo es am besten hingeht. Klar wird gefragt, okay, wo ich mich vielleicht am ersten wohlfühle, deswegen bin ich jetzt auch wieder hinten, weil es da irgendwie für mich am meisten Sinn gemacht hat. Okay. Genau. Ja, was ist so wichtig an so einer Beratertätigkeit? Muss man da irgendwas Spezielles mitbringen, jetzt hier so in Sachen mit Menschen klarkommen? Oder sind da Sachen, die man dann auch lernt? Ich finde das immer so witzig. Also wenn du hinkommst, gibt es so super freundliche Verkäufer, die dich erstmal über den Haufen rennen, sagt, aber ja, kann ich ihnen denn irgendwas helfen oder so? Und dann gibt es die sich eher gestört fühlen, wenn du so mal frägst. Ja, gibt's alles. Ich versuche da so einen Mittelweg zu finden, also schon zu schauen, wie die auf mich reagieren. Ich meine, es ist ja nicht so, als würden die uns nicht sehen, wenn die reinkommen. Mhm. Letztendlich finde ich schon, dass man sehen kann, ob da letztendlich jemand ist, quasi, der beraten werden möchte oder jemand, der schaut. Sonst wie sieht man das? Wie erkennt man das? Wie erkennt man das als Verkäufer, dass da jetzt einer steht, der jetzt händeringend, ohne dir jetzt ins Gesicht zu springen, sagt, ich will jetzt beraten werden? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir passiert es oft, dass ich vor allem in Bekleidungsläden, da ist es immer super, super nervig. Du gehst rein, bist gerade mal 30 Sekunden drin, dann kommt schon die Erste auf dich zugelaufen und sagt, kann ich dir helfen? Kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie was Besonderes? Dann sagst du, ich will das mal gucken. 5 Minuten später kommt sie wieder. Ja gut, also ich versuche es so zu machen, erstmal einfach abzuwarten, also jetzt nicht gleich direkt, wenn sie in den Laden reinkommen und dann gleich zu fragen, ja, ob man was helfen kann, weil grundsätzlich ist es so, Leute, die von vornherein wissen, sie brauchen irgendwas, kommen in der Regel auch auf einen zu, und wenn sie dann länger irgendwo stehen, schauen sie meistens in die Luft und gucken halt sich um, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht speziell was suchen, und dann merkt man ja, okay, da kann man hingehen, und wenn es wirklich ist, ich sage auch gerne dazu, dass wenn irgendwas ist, dass sie einfach auf mich zukommen können, wenn danach noch irgendwas. Was war dein nervigste Kunde bisher? Puh, da gibt's, hätte ich jetzt gar keinen speziellen im Kopf. Schwierig ist es generell, mit Reklamationen umzugehen. Also das finde ich ist so das Unangenehmste einfach. Da kommt es aber auch darauf an, was genau das Problem dann ist. Aber einen speziellen Kunden hätte ich jetzt so nicht im Kopf, wo ich sagen würde... Nein, ich frage jetzt auch nicht nach Namen oder Adresse des Kunden, sondern eher so nach... was war denn so der nervigste Vorfall? Also du sagst jetzt hier Reklamation oder so. Aber es gibt ja manchmal Kunden, die kommen rein mit Dingen... Ja gut, also... Was vielleicht am ehesten noch, ja, ich als Schlimmstes betiteln würde, ist Leute, die reinkommen, was von mir wollen, also sich beraten lassen wollen, und dann quasi von irgendwem mal gehört haben, nein, das ist so, also das ist quasi anders, als ich sage, obwohl ich mich die ganze Zeit damit auseinandersetze, und dann sagen, ja, mein Enkel hat das aber gesagt oder der hat das gesagt und was auch immer, wo ich sage, das ist technisch so einfach nicht die Besserwisser. Sowas, das ist finde ich irgendwie ich brauche jetzt aber ein Besserwisser, ich brauche jetzt nicht. Ich habe installiert, also bei mir läuft schon, im Übrigen. Liebe bei Lisa. Mir auch, ach, bei ich bin auch. Schon am gucken. Jetzt probieren mit Samsung-Account, ich muss jetzt einen Samsung-Account angeben, oder? Ja, genau. Also ich kann das jetzt nicht probieren, ich muss mich jetzt einloggen. Ohne Samsung-Account ID. Geht's. Ja, dann was machen wir denn da? Gebe ich jetzt mal. Muss man sich, wenn dann unten registrieren. Also anmelden nur, wenn man schon mal drin war. Achso, ich muss mich erstmal registrieren. Ja. Neues Konto. Geht's jetzt bei dir? Ich schau gerade.
Also ich bin zumindest jetzt mal der drin. Der Chat, unser Chat. Oh ja, der, das Maulwurf hatte natürlich den Vorschlag, ob wir nicht einen Bach in der Nähe hätten mit Waschbrett und fleißige Hände würde das ja auch funktionieren. Haben wir. Wir haben die Isar, ja, das 800 Meter Richtung Westen. Da sind auch wahnsinnig viele Waschsteine. Jetzt und wir haben vorige Woche der Lisa ja auch ein Waschbrett geschenkt. Was? Wir sind drin. Ja, wir haben es geschafft. Es geht. Es geht. So. Können wir mal seine App kurz zeigen? Dann sehen wir das nämlich mal, wie das alles läuft. Also da ist die Waschmaschine jetzt im Prinzip angezeigt. Dann kann ich halt entsprechend sagen, okay, wie viele Spülgänge, wie oft er schleudern soll, quasi Temperatur und sowas. Oder halt oben irgendwelche vorinstallierten Programme. Ich habe jetzt Handtücher und Bettwäsche drin. Gibt es da was Vorinstalliertes, wo die Waschmaschine automatisch weiß, hey? Oder sieht die jetzt, oder sagt die mir jetzt, wie viele Kilo da drin sind? Kann die mir das auch sagen? Das normalerweise nicht. Das checkt sie zwar selber, also das heißt, sie aber sie sagt es mir nicht. Genau, sie passt halt Wasserstand und sowas dann an entsprechend, okay. Aber sie sagt einem nicht, wie viel letztendlich an okay. Ja, was da drin ist. Ich muss aber jetzt auch noch Waschmittel reintun. Wie, ja, dafür hast du keine das App? Muss man. Das muss man leider selber machen. Seid ihr jetzt nicht so frech? Ich könnte jetzt einen Waschmittelroboter besorgen. Also pass auf, wir machen jetzt einmal... Den will ich sehen. Waschmittel. Da rein. Na Metzger, so. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier und jetzt kommen die Samsung-App Weichspüler. Das ist nämlich wichtig. Genau. Ist das dein Weichspüler deiner Wahlruhe? Lenoir ist immer gut. Das ist noch... Da bin ich komplett TV-werbungsversaut, ehrlich gesagt. Jemand, der so was Gutes verspricht, muss auch Gutes halten. Wir haben es drinnen. So, jetzt brauchen wir ein 40 Grad, das hat immer meine Mama gesagt, bei Bettwäsche und Handtüchern immer mit 40 Grad waschen. Mhm. 60 Grad? Nein, nicht mit 60 Grad. Nein, du brauchst heute nichts mehr mit 60 Grad. Deine Unterwäsche kannst du mit 60 Grad waschen. Nein. Nein, nein, nein. Bei den heutigen Waschmitteln, mit 60 Grad gewaschen. Bei den heutigen Waschmitteln braucht man keine 60 Grad mehr. So, jetzt brauche ich. Wie machen wir das jetzt? Ich hätte jetzt grundsätzlich Oh Gott, wenn Mutti das sieht. Mhm. Dunkle Wäsche haben wir drin. Ja, gut, kann man natürlich auch machen. Nein, das jetzt also nicht meine Feinwäsche, das ist alles Feinwäsche. Kamera, komm mal her. Oh, komm mal da. Sonst ist es eher immer auf den Verschmutzungsgrad gedacht, also die Angaben, die sie machen im Prinzip. Okay. Genau. Also machen wir jetzt mal den Globetrotter-Modus für die Lisa. So Leute im Chat, alle die zu Hause selber Wäsche waschen, erzählt uns doch mal, auf wie viel Grad ihr eure Handtücher stellt. Das würde mich jetzt interessieren. Dann mach mal, pass mal auf. Ja? Ich mache immer bei mir daheim. Junge Mütter. Nein, junge Mütter nicht. Ich mache mal pflegeleicht. Ja. Das ist nämlich dann auch 40 Grad. Genau, spülen, schleudern passt auch. Genau. Wunderbar, das ist genau das Richtige. So, und jetzt machen wir Start, oder? Ja, ich könnte so direkt so starten und dann... Selbst der Gordi wäscht... Und dann läuft sie. Habt ihr gesehen? Hier. Auch der Gordi wäscht seine Handtücher auf 60 Grad easy. Ist auch richtig. Es ist auch richtig. Okay, Wasser ist aufgedreht. Aber die brummt so. Warum brummt die? Das tun Waschmaschinen meistens, wenn sie anschaltet. Ja, normalerweise sollte es aber eigentlich gleich durchlaufen. Normalerweise sollte das Wasser kommen. Alles klar, Metzger. Das hört man dann auch. Hast du den Wasserhahn da aufgedreht? Ich habe den Wasserhahn. Ja. Ah. Genau. Siehst du? Genau, und jetzt zeigt er mir im Prinzip auch an, wie lange das noch dauert. Ich kann natürlich selber Programmende sagen, wann er fertig sein soll. Sowas könnte ich einstellen im Prinzip extra. Und sonst. Das andere kommt erst nachher. Also es sind Sachen, die man voreinstellen kann, zum Beispiel sowas, dass er mich erinnert, dass ich eben diese Funktion nutzen kann, eben was zuzulegen, wenn es ist. Können wir das mal eingeben, dass wir in 10 Minuten was einlegen wollen? Schon. Oder geht das? Kurz. Oder schmeißen wir nämlich noch unser kleines... Ach, man kann das nicht einfach so jetzt irgendwann reinhauen, man muss das schon Bescheid geben, wenn man das reinmacht? Nein, ja, über die App, manuell kann man das wahrscheinlich... Oder? Nee, das nicht. Nee, sondern es ist tatsächlich so, dass es im Prinzip jetzt direkt in der Hauptwäsche lässt das nicht zu. Mhm. Sondern wenn er quasi entweder wieder neu Wasser zulässt oder im Prinzip einen neuen Schleudergang macht, bevor den neuen Schleudergang kann ich es quasi dann nochmal zuschmeißen. Mhm. Und das kann ich mir grundsätzlich anzeigen lassen. Und wenn ich es jetzt reinschmeißen möchte, noch schneller, weil ich es vergessen habe? Genau, und jetzt kann ich sagen, ein AdWash-Alarm im Prinzip und wann ich den machen möchte, dann kriege ich eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, dass er mir sagt, okay, in 5 Minuten quasi ist es dann da und dann könnte ich es machen. Aber jetzt kann ich es nicht. Vor des ersten Spülgangs können wir mal schauen, ob man das machen kann. Vor dem ersten Spülgang ist ja nach der Hauptwäsche wahrscheinlich, oder? Ja, aber wenn es erstmal Wasser reinlässt. Na gut, dann wasch mal das extra.
Jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir beleidigt. Nein. Nein. Das ist nicht ja beleidigt sein. Aber wir haben ja noch mehr geschätzt. Uwe, in 5 Minuten können wir das doch reinwerfen. Wir haben ja noch mehr Dreck. Wir können ja mal schauen, wenn man drauf drückt. Ja, ja, da sage ich mal hallo Gavin noch, der noch dazugekommen ist und einen King James. Sie macht es trotzdem zu. Schauen wir mal kurz. Gavin, ja, du darfst auch nach 44 Stunden lernen, wie man Wäsche wäscht. Ja. Nein, kann ich nicht. Mit einer Smartwash-Maschine von Samsung. Wir kriegen gerade einen Crashkurs. Hallo Schokokeks, wie geht es dir heute? Schokokeks. 2017 ja, bietet so viele Möglichkeiten. Slaygang, das ist richtig, aber wir haben schon fast 2018. Was erwartet uns in 2018, wenn wir jetzt eine Smartwash-Maschine haben? Start-Pause-Taste drücken. So. Gerne mal einfach ein paar Vorschläge in den Chat packen. Was denkt ihr, was 2018 also auf uns eingegeben. Zukommt? Smart Föhn. Also, dass man Smart Föhn benachrichtigen lassen kann. Hör mir mal schauen, ob jetzt dann vielleicht wie in der nächsten Zeit kurz was kommt. Saubere Geschirrtücher kommen auf uns zu. Haben wir das eingestellt? Ah, ja. Es wäscht jetzt. Es wäscht. Ja, wir könnten jetzt hier sitzen bleiben und Sit-In machen für die nächsten 2 Stunden, 20 Minuten. Oder ich habe aber das Handy dabei. Solange ich im WLAN bin, sehe ich, wenn ich was zulegen kann. Oh, das ist ja super, ja, dann können wir uns nochmal hinsetzen. So, die Waschmaschine läuft jetzt vor sich hin. Hm? Ja. Warte mal, lass mich mal ganz kurz schnell den Wasserdichtigkeitscheck machen, ob da irgendwas rausläuft. Nee, da läuft nichts raus. Da komme ich auch hin. Okay, alles dicht. Aber dann müsste auch der Waterstop angehen. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, man muss das immer nochmal per Hand überprüfen, weil insbesondere beim Ablauf gibt es keinen Waterstop. Verstehst du? Wenn es da nämlich dann etwas undicht ist, dann. Genau, kommt die Suppe unten raus. So, jetzt haben wir den. Der geht auch noch ins Internet, oder? Ja, den kann man genauso einrichten. Den können wir auch gleich mit reinnehmen. Das können wir mal schnell schauen, halt nicht die. Unseren Trockner. Übrigens, weißt du, was ich total klasse finde? Politisch korrekt, einmal geht es nach rechts auf und die Waschmaschine geht nach links auf. Das heißt... Naja. Wir haben für alle Lager was... bekommen. Und wie schaffst du es eigentlich von für jedem Thema auf Politik zu kommen? Weil alles in diesem Leben mit Politik zu tun hat und alles in links und rechts eingeteilt ist und irgendwo gibt es dann auch eine Mitte. Verstehst du? Die haben wir jetzt quasi hier übereinander stehen. Also ich habe ja schon mal gefragt, was die Leute im Chat denken, was 2018 so für Technik-Gadgets auf uns zukommen. Und hier waren ein paar Antworten. 2018 fliegende Autos. Oder viel zu früh. 2018 tut die Waschmaschine dann die Wäsche automatisch in die Trommel, aber man muss den Waschgang dann manuell auswählen. 2018, das Jahr der explodierenden Waschmaschinen. So, das war's erstmal. Super. Übrigens, wir haben hier auch ein ganz was Intelligentes. Also das muss ich sagen, das ist echt cool. Weil das ist etwas, was mir da halt bei meiner Waschmaschine im Moment abgibt. Hier dieses... Ein Wäschetisch. Der Wäschetisch, genau. Allerdings muss man den manuell rausziehen. Der fällt nicht automatisch raus. Ja. Das ist Hör auf. Das ist in der Tat noch... Aber da sind wir schon beim Jahr 2018. Der manuell ausfahrende Wäschetisch. Automatisch ausfahrende Wäschetisch. Okay, das Orakel Uwe hat wieder zugeschlagen. Mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Nein, ich Orakel... Ups, was war das? Das war ich. Ach, du warst das. Könnt ihr mir vielleicht sagen, beim Testlauf dumme Geräusche einfach sein lassen, weil die irritieren mich immer. Weißt du, wie sich das anhört? Du so hast die Leitung rülps. Du hast uns ausgesucht, Uwe. Du musst damit leben. Ja, ist das durchaus klar. Aber wie heißt es immer, wenn Kinder spielen, sind sie gesund, gell? Ja, Wahnsinn. Sind wir nicht süß? Ja. Wir sind süß, oder? Leute, genau. Wir sind süß, ne? Super. Okay. Und, hast du ihn schon gefunden? Unseren Trockner in der App? Also ja, Petkos, es geht jetzt. Ich werde das heute mit meiner dann auch mal machen. Ich muss mich jetzt erst noch mal selber registrieren, wie gesagt. Metzger, ja, es gibt Blender, spannend. Da sind die Leute sowieso ein bisschen übergewichtiger. Ich werde das dann am Nachmittag mal mit meinem Telefon probieren. Huawei hat inzwischen akzeptiert, gell? Mhm. Wie weit bist du mit deinem Account? Nee, also du richtest mir gar keinen Account an, weil man kann das ja dann auch von ganz weit weg
steuern, oder? Wer hält ja, eigentlich die Kamera? Kann man das auch ist der Stefan. Dass man Stefan, mach mal ein Selfie. WLAN sein muss. Stefan, mach doch mal ein Selfie jetzt. Aber beim Einrichten brauche ich es halt. Das ist Stefan. Das ist Stefan. Der schaut auch ab und zu etwas spannender als heute. Zum Beispiel, wenn er unter einem Baum im Schneefall mit kurzem T-Shirt gerade mit Maximal G-Drinks aus einem Rucksack holt. Das ist mein Sommerurlaubsvideo. Das, ja, das haben wir schon gedacht. Thailand, okay. Schönen Dank. Hier fragt der Nymphenloy, gibt es eigentlich noch den kleinen Shop unter unserer Bude? Der war, wenn ich mich richtig erinnere, immer grün. Gab es hier einen Shop? Ja, aber da ist jetzt unser Trainingsraum drin. Hier, direkt hier war ein Shop drin, ne? Das wusste ich gar nicht. Oder? Shop. Nein, den Acer-Shop. Nein, wir sind doch gar nicht mehr dort drin in der Innenstadt von Bad Tölz. Wir sind jetzt hier draußen. Wir zeigen es euch gleich, wo wir sind. Für all jene, die es noch nicht gesehen haben. Nein, und den Acer-Shop, den gibt es nicht mehr. Und das Schild hängt auch. Nein, das hängt auch nicht mehr. Das hängt seit 3 Wochen hängt es nicht mehr. Ja. Genau. Da sind wir aber schon raus. Da sind wir raus letztes Jahr im Sommer nach dem Wasserschaden. Aber das war auch... Lag nicht an der Waschmaschine. Nein, es lag nicht an der Waschmaschine. Es lag an dem Zahnarzt darüber, dessen Wasserenthärtungsanlage in einer wunderschönen Sternennacht nicht mehr funktioniert hat und sich dann einige hunderte Liter Wasser in unser Büro ergossen haben. War nicht so lustig. Das glaube ich. Aber jedes Unglück hat auch was Gutes. Wäre das nämlich nicht passiert, wären wir nicht hier in der wunderschönen Bude von Tölz. Da müssten wir jetzt zu 8 in einem Zimmer arbeiten. Genau. Dann hätte man noch eine kleinere Waschküche. Wo hätte ich dann also ich schlafen? Glaube, du bist immer noch am Einrichten von dem Trockner, oder was? Mhm. Verdammt. Wahnsinn. Naja, aber wenn es dann mal drin ist in der App, dann funktioniert es ja auch. Das dann bleibt es auch, ja. Auch drin. Dann. Weil die Geräte sind ja am WLAN-Netz gekoppelt. Mhm. Das heißt, ihr müsst jetzt die Waschmaschine nicht nochmal neu einrichten, sondern einfach nur im WLAN drin sein und dann entsprechend draufgehen. Und wenn das einmal war, dann kann man die auch von außerhalb steuern. Ja, super. Dann lassen wir doch mal unseren Repeater hier gleich stecken. Wir haben ja noch mehrere Repeater. Da werden wir die anderen etwas umgruppieren hier im Hause, damit wir überall wieder unser WLAN haben. Und dann lassen wir den dann auch gleich da, dann passt das. Da brauchst du gar nicht so grinsen. Hast besseren WLAN-Empfang jetzt in der Bude. Ja. Klasse. Super. Beim Waschen, ich würde sagen, wir gehen dann mal wieder rüber. Wasche. Weil wir müssen euch ja noch den Kühlschrank zeigen. Der ist nämlich auch gekommen. Unser wunderschöner Gorenje-Kühlschrank, der schwarze. Dann kann ich euch den auch noch mal schnell zeigen. Also Kevin, auf jeden Fall schon mal Dankeschön, dass du uns das mal gezeigt hast, wie das Ganze hier so funktioniert. Schaut mal, gerne. Wenn ihr hier in diese Ecke guckt, da seht ihr unseren Kühlschrank auf der rechten Seite. Und wenn ihr jetzt ein bisschen Vorstellungskraft habt, dann überlegt euch mal, wenn wir das links weiterverfolgen, also in die Richtung Fenster, da wird dann unsere neue Bar stehen, da wird die eingerichtet. Und ja, in Kürze werden wir hier dann auch die ersten richtig schönen Drinks haben. Aber jetzt könnt ihr mal reingucken. Das ist er also. So ein Zufall, dass die da schon drinstehen. Naja, wer war denn da das? Auch rein. Da gehört die auch rein. So, hier unten wird dann Eis gemacht. Also, richtig cool. Er ist noch nicht angeschlossen, weil wir müssen noch 24 Stunden warten. War nicht mehr ganz, aber ein paar Stunden noch warten. Weil wir ihn ja liegend transportiert haben und wir haben ja gelernt, dass man einen Kühlschrank auch durchaus liegend transportieren kann. Nur muss man dann 24 Stunden warten, bis man ihn anschließt. Sollte man. Genau. Petkus ist übrigens sehr gespannt, weil er hätte nie gedacht, dass Wäsche waschen so spannend sein kann. Ja, da siehst du mal. Da siehst du mal. Nicht nur der grüne Rasen und der rollende Ball sind spannende Dinge auf diesem Planeten. Ja. Sondern auch rollende Waschtrommeln. Ja, Petkus, du bist natürlich herzlich eingeladen, demnächst mal hier zu erscheinen. Und dann können wir uns ja über rollende Bälle in der Waschtrommel unterhalten. Er nimmt ja seine Wäsche mit. Ja, er möchte ja live ein Selfie mit dir, wie du seine Wäsche wäschst. Ja, mach mal gerne. Mach mal dann Doppelstream, gleichzeitig bei ihm und bei uns. Hallo Bosleck, moin moin. Jo, Kinder. Was gibt es jetzt da noch zu beachten? Auf was müssen wir jetzt wirklich aufpassen? Was dürfen wir nicht falsch machen? Bei der Waschmaschine? Ja. Gibt eigentlich nicht groß was, was man falsch machen kann. Kann man nicht viel falsch machen, gell? So angeschlossen lassen und dann im Prinzip ganz normal halt so bedienen, wie gesagt. Ja, manche Leute haben ja immer so Berührungsängste. Je technischer das Ganze wird, desto... Ups.
Ja, es ist mittlerweile einfach so, dass so viel automatisch läuft und so viel quasi softwaretechnisch überwacht wird, dass man jetzt nicht wirklich was falsch machen kann, außer man lässt Wasser laufen und schraubt dann auf einmal hinten auf, aber sonst... Wie ist denn so die Crashquote bei diesen Geräten? Also jetzt nicht speziell bei der, wie wir jetzt haben, sondern generell bei diesen ganzen neuen Smart-Home-Geräten. Ja, früher hast du eine Waschmaschine gekauft fürs Leben. Ja. Die sind 10, 12, 14, 15 Jahre, da war mal der Heizstab, der entkalkt werden musste. Oder der Motor, die Kohlestifte beim Elektromotor wurden ausgetauscht, so die Klassiker halt. Mhm. Ja. Heute kommt der Computertechniker, macht sie über dem Auto, schließt sein Messanalysegerät an. Ich habe das echt erlebt. Ich habe ja auch so, also ich habe eine relativ moderne daheim. Die kannst du zwar noch nicht mit dem Handy steuern, aber da war letztens auch was. Und dann kam der Techniker und hat wirklich in so einem Service-Club einfach sein Ding angeschlossen und hat einfach die Fehlermeldung ausgelesen. Ja, das machen die meistens so. Also über dem Auto. Ja. Fährt man einfach hin, die stecken da was an, gucken auf ihrem Laptop und dann heißt es das und das, dann war es ja okay. Das ist der Fehler für die Region und dann kann man das halt eher ausbessern. Also es hängt halt Wahnsinn. Viel an der Software. Ja, und wie ist es denn, auf meine Frage zurückzukommen, was ist dann so der Zyklus, wann dann die ersten Reparaturen im Schnitt vorkommen? Ne? Das kommt leider auch ein bisschen aufs Modell an oder beziehungsweise auch auf die Hersteller als solches. Mhm. Aber deutlich, naja, sie haben grundsätzlich schon eine geringere Laufzeit als damals einfach. Ja, also jetzt im Schnitt, sie sollten zwar trotzdem noch mal normalerweise ihre 10 Jahre halten, also da sollten sie eigentlich in der Regel hinkommen. Mhm. Das definitiv, aber es ist leider einfach nicht mehr so, wie es früher war. Ja, muss aber auch sagen, dass meiner Meinung nach die Geräte auch weniger selber geschont werden oder darauf geachtet wird, dass man Filter ausleert und sonstiges quasi, weil man eben denkt, dadurch, dass eben alles mit Software läuft und sowas, dass das quasi von selbst geht, außer die es halt schon ewig machen. Das heißt also, dass der Konsument sich viel zu sehr darauf verlässt, dass das Ding schon alles irgendwie alleine regelt. Ja. Naja, da ist schon was Wahres dran. Also genau, ich ertappe mich ja selber auch immer dabei bei diesen ganzen Geschichten. Das ist ja auch so, wenn du zum Beispiel am Computer, ich meine, du hast jetzt hier Windows-Software, Automatik, Updates und alles eingestellt und irgendwie wird dir immer suggeriert, wenn das alles automatisch passiert, dass... Also vergisst man dann das Speichern und also dieser alte Spruch, save often, save early, das lässt man dann wieder links liegen. Ja, weil man denkt, das läuft schon automatisch. Tja. Ich habe ja einen Backup. Und dann macht's Crash, so wie bei meinem Notebook vorgestern. Oh. Hier kam gerade eine Frage zur Waschmaschine im Chat und zwar, kann man die Waschmaschine auch ohne WLAN bedienen bzw. das WLAN abstellen? Klar. Ja, sicher. Also wenn ich sie in der App nicht einrichte, dann ist sie auch nicht im WLAN drin, somit ist sie auch für keinen zugänglich oder sowas. Mhm. Das heißt im Prinzip, man kann die auch ganz normal manuell benutzen, ja. Also keine Panik. Das, ja. Was wir jetzt da drin etwas kompliziert über die letzten 45 Minuten präsentiert haben, das kann man auch in 3 Minuten machen. Ja. Wenn man eben nur die Tasten vorne benutzt. Also weil die das erste Mal eingerichtet ist, ist es ja danach super easy. Ja. Aber ich finde es schon cool. Ich meine, wenn man jetzt dann hier so bei der Morningshow sitzt und ihn jetzt hier fragt, was macht denn unsere Waschmaschine gerade? Wie weit sind wir denn? Und dann guckt man dann aufs Display und sagt, okay, inzwischen haben wir nur noch 1,5 Stunden oder... Ich finde das aber auch super, weil wenn ich daran denke, dass ich zu Hause immer meine Wäsche in die Waschmaschine gepackt habe, dann bin ich meistens zocken gegangen und dann habe ich das super oft vergessen. Und ich denke, wenn ich dann so das mit der App bedienen kann, dann ist das echt praktisch. Dann kann ich gucken, ich kriege eine Notification und dann sagt es mir, ja, jetzt Lisa, Zeit zum Wäsche aufhängen, ne? Oder in den Trockner werfen. Also bei mir zu Hause wäre sowas natürlich auch recht praktisch. Ich meine, ich wohne im dritten Stock unterm Dach. Ja. Und wenn wir dann zum Beispiel abends mal waschen oder so und oder Eishockey, wenn wir Sonntag, Montag Training haben, dann muss das ja in einer gewissen Weise immer fertig werden, das Zeug. Und dann rennst du halt dreimal runter, ist es jetzt schon fertig, dass du den Trockner schmeißen kannst oder so. Und so sagt dir die Waschmaschine dann halt, ich bin fertig, du kannst trocknen. Du musst. Ja. Nein. Nee, aber das ist echt cool. Praktisch. 2 Stunden, 10 Minuten steht noch drauf. Steht auch drauf, wann sie ungefähr fertig ist. Also quasi 2:14 nachmittags wäre sie durch. Also wie bei vielen technischen Neuerungen hat es sehr, sehr viele Vorteile. Es gibt Dinge, die man beachten muss. Und wenn man da, glaube ich, drauf achtet, dann wird man auch mit den schönen Dingen einfach am Ende des Tages belohnt. Ja. Cool. Ja, dir dann vielen Dank, dass du da warst, dass du uns das gezeigt hast. Gerne. Du hast ja noch einen vollen Arbeitstag, oder? Nee, heute nicht. Ich habe heute frei. Hast du heute frei? Ja, muss auch mal sein. Gut. Kriegst aber dann trotzdem noch was mit. Darfst du ja auch unseren Antriebsstoff dann mitnehmen. Für dich und deine Kollegen, damit ihr auch was davon habt.
Wir sind auch schon, glaube ich, wieder fertig mit der Morningshow, oder? Wie spät ist es? Richtig, wir sind total die Zeit vergessen. Wir sind 11:55, also ein bisschen Überzug, was okay ist, machen wir ja öfters, ne? Ja, ist ja nichts Neues. Also. Ja. Ist ja wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir sind tatsächlich an. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt auch keine große Ahnung, wie es weitergeht, weil Stefan hat nur gemeint, ob ich heute noch eine Stunde Zeit habe, mit ihm irgendwas Schräges zu zocken. Oh, oh. Ich habe dann dummerweise Ja gesagt gestern. Das wirst du noch bereuen. Ich werde es noch bereuen. Direkt jetzt im Anschluss? Ich befürchte. Aber ich lasse mich da mal schwer überraschen. Ja, Uwe, ne? Packst du deine Gaming-Skills aus? Ja, ich bin ja schon, übrigens, nur damit ihr das wisst und dass das kein großer Spruch war, morgen in der Morningshow gibt es Bilder aus Honduras. Ich bringe die Bilder vom Urwald mit. Und ich habe das Video gefunden, das wir damals mit unserer Star Trek-Geschichte im Jahr 2000 auf der CeBIT aufgezeichnet haben. Das werde ich morgen auch mit dabei haben. Kendrick ist morgen wieder da. Ja. Und dann werden wir die alten Dinger mal ein bisschen rausziehen. Da wo wir letzte Woche schon so ein bisschen bildlich drüber gesprochen haben, das gibt es morgen dann im Video. Also super, hört sich spannend an, das lohnt sich einzuschalten. Ja, morgen wird's lustig und ja, heute sage ich erstmal danke für die Morningshow. Wie gesagt, ich gehe jetzt dann gleich hier ein paar Meter rüber zur Couch oder keine Ahnung, wo spielen wir denn überhaupt? Couch, auf der Couch, genau. Da lasse ich mich mal überraschen. Und ansonsten, ja, was ich auch noch sagen wollte, den Flugsimulator, die Software, die er letzte Woche empfohlen hat, habe ich schon runtergeladen. Bin schon eifrig dabei am Üben. Und ich baue da was und wir werden das mal die nächsten Tage dann auch mal hier präsentieren. Super. Kevin, danke. Gerne. Noch viel Spaß heute. Lisa, auch danke. Du fährst jetzt heute heim. Ja, ich gehe jetzt mal zur Familie über die Feiertage, ne? Genau. Lisa, schaut sie euch nochmal an. Vielleicht komme ich ja ab und zu mal in Skype-Interview noch in die Morning ja, Show. Das definitiv. Ansonsten wünsche ich dir schon mal schöne Feiertage. Ja, vielen Dank. Und euch auch. Erhol dich gut. Erhol dich gut. Und das mit dem Rutsch lassen wir noch sein. Ja. Damit ab in die Werbepause. Und ja, nicht vergessen, immer dabei bleiben heute. Heute gibt es noch unser Maximal Gaming Experience. Ich ja, die Gaming Challenge. Na, das war die Maximal Gaming Challenge. Unter anderem seht ihr mich da auch wieder. Genau. Das hat nämlich Spaß gemacht. Bleibt dabei, wir werden euch das auf jeden Fall in dem Moment, wo es live geht, sofort rüberbringen. Und damit jetzt ab in die Werbung.